Thomas Moses kann es kaum fassen. Endlich hat er wieder ein Zuhause, ein eigenes Dach über dem Kopf. Nach über 2 Jahren Leben auf der Straße, als Obdachloser und das trotz festem Arbeitsplatz. Die Stadtsparkasse München hat dem 48-Jährigen nun eine Mietwohnung aus ihrem Bestand in Moosach zur Verfügung gestellt. Jetzt beginnt für Thomas Moses ein neues Leben. Super, echt. Also ich bin fassungslos, ich kann es noch gar nicht glauben. Es ging so schnell. Hier hat Thomas Moses zuletzt über 2 Jahre gelebt. Im Kaputunnel, einer Unterführung unter der Kapuzinerstraße. Ein einziger Schicksalsschlag hat den gelernten Einzelhandelskaufmann völlig aus der Bahn geworfen. Ich hatte ja einen Schlaganfall, nachdem ich den hatte und die Reha hinter mir hatte. Dann eröffnet mir meine ehemalige Freundin, dass du es weißt, du bist demnächst draußen. Ja. Und gut, okay, gehe ich. Und dann rufe ich halt den Vater an und der Vater sagt, du, es tut mir leid, ich kann dich nicht aufnehmen. Nach einem Artikel in der TZ schaltete sich nun die Stadtsparkasse München ein. Denn obwohl Thomas Moses einer geregelten Arbeit bei dem sozialen Betrieb Weißer Rabe nachgeht, bekam er keine Wohnung. Er konnte sich einfach keine leisten. Bei der Stadtsparkasse München hingegen war gerade in Moosach eine Einzimmerwohnung frei. Er ist sehr diszipliniert, er arbeitet, er achtet sehr auf Körperpflege, er geht regelmäßig in die Teestube. Ich habe den Eindruck nicht, dass er dem Alkohol verfallen ist. Also er möchte sein Leben wieder in den Griff kriegen. Nun will die Städtische Bank dem 48-Jährigen auch helfen, wieder dauerhaft auf die Beine zu kommen. Unterstützt bei Miete und noch vielem mehr. Der Student wird sogar sagen, jetzt da auf der Isomatte schlafen, das ist problematisch.